奇跡は大きな傷跡だろう。スパーク闇にうごめいてる人影、増殖してゆくぜ魔性の大群、狂気のハリケーン、ぶつかり合う It's all yes サバイバー You are the survivor 絶望を切り裂き歪んだ罪を仕留めろサバイバー The super survivor 限界を壊せよ生かれる魂Oh mein Gott, endlich ist es soweit, meine lieben Freunde. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, endlich auf meinem Kanal. Das ist ein Spiel, worauf ihr schon wirklich lange gewartet habt. Und endlich ist es soweit, endlich kann ich auch dieses Spiel auf meinem Kanal bringen. Irgendwie habe ich jetzt Lust gehabt, dieses Spiel auf meinem Kanal zu bringen. Ich weiß, ihr habt wirklich oft danach gefragt. In letzter Zeit gab es auch etwas weniger Let's Plays und eher das Turnier und anderen Stuff auf meinem Kanal. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Let's Plays bringen und auf jeden Fall jetzt einfach mal eurem Wunsch entgegenkommen und Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 machen. Warum ich nicht den zweiten Teil spiele, liegt einfach daran, weil ich einfach Bock auf den dritten habe und ich denke, das ist auch gut genug und sollte euch auf jeden Fall auch bei Laune halten. Und jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, warum steht denn eigentlich in meinem, ja, in meinem Titel oder auch auf dem Thumbnail Budokai Tenkaichi 3 HD? Das liegt einfach daran, weil ich ein paar Filter hier auf das Spiel drauf geklatscht habe, sodass das Spiel einfach ein bisschen besser aussieht. Ich gehe jetzt auch mal schon mal ins Spiel rein. Ich drücke einfach fortfahren. Ich habe noch nichts gemacht, ich habe nur schon mal einen Account erstellt, beziehungsweise Speicherdaten, habe alles auf Japanisch eingestellt. Und deswegen habe ich das Ganze HD genannt. Ich fand es nur lustig, dass auf Instagram und Twitter gleich alle ausgerastet sind. Hier, Remastered-Version ist am Start, endlich für PS4. Leider muss ich euch da enttäuschen. Nein. Das ist hier alles schön auf einem Emulator. Natürlich habe ich die Spiele auch zu Hause. So ist es nicht. Und das hier ist ein Stück meiner Kindheit. Und wir werden natürlich die Dragon Ball Geschichte spielen. Wir gehen auch direkt mal rein und Goku hat jetzt was zu sagen. Hola Goku! Kono modo ja! Tsuu no battle ja teken dekin e sunde battle o teken dekin da! Omei no koudou de teki no hannou ga dondon karak karna! Ara tachi no teken o so no mama saigen mo dekin shi! おめえだけのバトルもできるぞ。じゃ、やってみっか。So, ihr habt Goku gehört, wir können unsere eigene Geschichte spielen, wir können aber auch das Szenario nachspielen, damit ihr sehen könnt, wir spielen das Ganze auf normal, leicht ist so kinderleicht, sagen wir einfach mal, normal ist halt das Standard und schwierig, wir wollen es nicht übertreiben, deswegen auf jeden Fall normal. Und hier können wir direkt schon unser Szenario auswählen, die Saiyajin-Saga. Und ich würde einfach mich übertrieben freuen, Freunde, wenn ihr einfach einen nostalgischen Daumen schon mal nach oben gibt. Einfach für die Leute, die wirklich schon damals dieses Spiel gespielt haben. Ich meine, das kam 2007 raus. Und das letzte Mal, wo ich das gespielt habe, war wirklich 2008 oder 2009. Und dann habe ich das nicht mehr gespielt. Das ist echt eine lange Zeit her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich werde wahrscheinlich die ersten paar Parts wirklich reinkacken. Aber mal gucken, ob ich da irgendwann mal wieder reinkomme. Aber nimmt es mir auf jeden Fall nicht übel. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich will gar nicht so viel quatschen. Saiyajin Saga ist am Start. Okay, los geht's. Saiyajin Saga. Wir dürfen jetzt gleich hier schon unsere Mission auswählen. Wir haben eigentlich nur eine, und zwar gemeinsamer Feind. Ihr werdet jetzt von diesem HD-mäßigen, werdet ihr nur im Spiel selber was merken, also wenn ich kämpfe. So die ganze Optik jetzt hier mit den Layouts, mit Piccolo und den ganzen Texten und sowas. Das ist leider nicht so HD-mäßig rübergekommen durch die ganzen Filter, aber ihr werdet es echt gleich im Spiel selber merken, dass das Ganze auf jeden Fall viel, viel, viel feiner und viel sauberer aussieht.
und ich hoffe auch natürlich flüssig läuft. Aber, wie gesagt, legen wir los. Das ist der Kampf gegen Son Gokus älteren Bruder Raditz. Allein bei dem Gedanken, mit Son Goku im Team zu arbeiten, ist mir fast übel geworden. Ja, Piccolo, wir konnten es damals auch nicht glauben, dass du dich mit Goku zusammen verbindest. Okay, ich bin echt mal gespannt. Ich denke mal, dass ich diese Ladesequenzen ab und zu mal rausschneiden werde, weil die manchmal auch echt nervig werden können. Aber jetzt habt ihr es gerade noch gesehen. Okay, ja, das muss für Goku auch voll komisch sein, wenn man plötzlich einfach so erfahrt, dass sein Bruder am Start ist. So, und gleich geht's los. Gott, es ist so krass, dieses Spiel wieder zu spielen. Ich muss erstmal gucken, wie das Ganze wieder funktioniert. Ich habe vor ein paar Tagen das Spiel mal getestet, aber ich habe wirklich nicht viel hinbekommen. Und ich merke schon, ich kriege hier gleich eine Combo ab, ey. Wie er direkt übertreibt, ey. Ich muss auf leicht stellen, Freunde. Nein, natürlich nicht. Wir haben jetzt hier irgendwelche Sequenzen, die wir noch machen können mit R3. Ich mache das gleich mal. Was passiert denn da? Okay, jetzt kommt Piccolo, glaube ich. Ja, genau. Okay, dann müssen wir jetzt mit Piccolo kämpfen. Goku hat irgendwie nichts drauf. Ist zu schwach. Und ich komme zu gar nichts. Wie blockt man denn? Cool. Gleich mal am Anfang übelst verkacken. Ich muss erstmal gucken, wie man blockt hier. Wie blockt man denn? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie man blockt. Keine Ahnung. Ich krieg's nicht hin. Wie blockt man denn? Moment mal, kann man das denn hier irgendwo nachgucken? Das kann es ja wohl nicht sein, dass ich nicht weiß, wie man blockt. So, wir müssen jetzt erstmal nachgucken. Wie gesagt, es ist sehr, sehr, sehr viele Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Wollt ihr mich verarschen? Sag jetzt bloß, man kann nicht blocken. Das wäre jetzt echt, kacke. Ich denke mal, wir werden es gleich herausfinden, aber erstmal kriegen wir jetzt hier nochmal eine Combo wieder ab. Das gibt's doch nicht. Zeig mir doch, wie man blockt. Ich denke mal, dass ich zwischen den Parts... Boah, das juckt den auch alles gar nicht. Ich denke mal, dass ich zwischen den Parts auch auf jeden Fall mal so ein bisschen offscreen, so ein bisschen einfach üben werde, weil ich denke mal, ihr wollt das nicht sehen, wie ich die ganze Zeit so verkacke, wie ich das hier mache. Guckt dir das mal an. Ich könnte sowas ganz leicht blocken, wenn ich gerade wüsste echt, wie man blockt. Wisst ihr? Ah, jetzt, hier. Jetzt blockt er. Sehr gut. Okay, wir müssen wieder R3 drücken. Okay, da ist gerade irgendwie so ein Pixelfehler. Seht ihr das bei den Leben? Oh Gott, ey. Ich weiß auch, wie man sich teleportiert. Ich muss einfach nur im richtigen Moment blocken, da kann ich mich auch teleportieren. Aber mal gucken. Ich weiß gar nicht, der kriegt auch gar keinen Rückstoß. Ist das normal? Könnt ihr euch daran irgendwie noch erinnern, dass das normal ist oder so? Wenn ja, schreibt mir das mal bitte rein, weil irgendwie finde ich das schon so ein bisschen komisch. Kleiner Pisser, ja. Kleiner Pisser. Wenigstens kommt hier das nicht wie bei Budokai. So, jetzt müssen wir drehen. Da war ich eigentlich als Kind immer ziemlich gut. Das habe ich gegen meinen Bruder. Ich habe das halt wirklich sehr oft mit meinem Bruder gespielt. Und da habe ich eigentlich das so gut wie eigentlich immer geschafft, dass wir das nie verkacke. Aber gut, jetzt passiert immer nur dasselbe. So, jetzt bin ich mal dran. Moment mal, wir müssen R3 wieder drücken, da kommt hier so eine Sequenz. Ah, jetzt können Sie bitte aufhören, Dankeschön.何をこそこそと言ってるんだ。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。おめえ、とっておきの新しい技っちゅうを出来上がったって本当か。ああ、だが木を貯めるのにやたら時間がかかる。
Okay, wir müssen ihn aufhalten und müssen jetzt erstmal die Knöpfe hier drücken. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Sollte ich eigentlich gewinnen und habe ich auch. Und jetzt schon wieder Tränen, Alter, mein... Früher, ohne Witz, ey, das tat so weh an meinem Controller, weil da irgendwann dieses Gummi abgefatzt ist und dann musste ich da immer drehen. Und jetzt, Raditz, hör bitte auf, immer wieder zu kommen. Also nicht so zu kommen, sondern sondern mich ja jedes Mal zu hier diesen Sprinter zu machen. Ich hab schon wieder so eine Art Pixelfehler hier bei Gokus Lebenanzeige. Da ist so ein roter Balken, der da immer blinkt. Und was mich hier gerade echt dezent stört, das müssen wir echt mal in die Kommentare schreiben. Ist das normal mit diesem Rückstoß, dass der da gerade gar nichts bekommt? Guckt euch das mal an. Ich brülle auf ihn ein, das juckt ihn einfach nicht. Ich habe voll auf seine Eier getreten. Juckt ihn einfach alles nicht. So, jetzt schnell drücken. Piccolo! Oh, Piccolo, Piccolo, Piccolo. Mal gucken. Also ich muss das halt echt üben. Also wie gesagt, das dürft ihr mir echt nicht böse nehmen oder so. Dass ich da hier so gerade abkacke. Bam. Das juckt ihn einfach nicht. Keine Ahnung. Morty! Oh, Höllenspirale! Sehr gut, wir haben den Kampf gewonnen. Ich glaube, das mit dem Rückschuss, das war auf jeden Fall so programmiert, dass man da nicht so gewinnen kann. はるか宇宙にいる俺の仲間2人に通信されている。1年。さらに強い戦士が2人。1年の間にせいぜい楽しんでおくんだな。 つかの間の喜びだったな。所詮貴様らはただの虫けらに過ぎんのだ。楽になっただろう。余計なことをごちゃごちゃ抜かしやがって。 Piccolo mal wieder so richtig cool am Start. Aber ich muss eins sagen, ich habe ja vor kurzem diesen Budokai-Stream gemacht. Ey, das Spiel kam davor raus. Ich glaube, wann kam das raus? 2001, 2, 3, irgendwann da? Und selbst das Spiel hat mehr Details gehabt wie das Spiel, obwohl das 2007 hier rauskam. Also wo ist Goku? Der Goku wurde nicht von der Höllenspirale getroffen, Brustpanzer hatte keinen Schaden. Okay, wo war Gohan? Wo war Gohans Moment? Auch nicht da. Ziemlich schade, aber okay, muss man halt leider akzeptieren. Ich find's traurig. Ich find's ein bisschen traurig, ja. Aber so ist es nun mal. Gott, da kommt das jetzt jedes Mal nach jeder Mission. Ich glaube, sowas werde ich dann auch einfach rausschneiden. Das werdet ihr jetzt vielleicht einmal sehen, dass ich das mache, damit ihr sehen könnt, dass es sowas gibt. Falls die Leute, die das Spiel damals nicht gespielt haben, dass sie eben wissen, dass es sowas gab, dass man immer noch speichern musste. Aber ich glaube, dass ich das danach dann echt rausschneiden werde nach diesem Part hier. So. Ich denke, eine Mission kriegen wir noch hin, oder? Das ist der Kampf gegen den Saiyajin Nappa. Pass bloß gut auf, Son Gohan. Uiuiui. Wir werden hier mit Gohan kämpfen. Oh, mit Saiyajin Nappa. Z-Seishi-Tachi-Wa-Zettai-Zetsumei-No-Naka-Tatakai-O-Idon. Wazuka-Na-Kibou-Goku-No-Tou-Chaku-O-Machi-Nagara. Ore-Ni-Yara-Zete-Kure. 一瞬で5人まとめて片付けてみせるよ。大地が震えている。Oh, Tenshin Han, damals noch Beast gewesen, so, wisst ihr? Heute Lappen. Nein, ich weiß nicht. Tenshin Han hat mich voll in DBS enttäuscht oder so, keine Ahnung. Aber mal gucken, vielleicht zeigt er uns ja noch irgendwas Geiles so im Turnier. Hat er jetzt alles angefangen. Ich denke mal, vielleicht wird er doch noch einen coolen Moment kriegen. So, und hier fängt es auch schon wieder an, so mit Rückstoß. Ja, genau, jetzt trifft es ihn, seht ihr? Aha, das war vorher geplant mit Raditz. Das war alles so eingestellt. So, jetzt spielen wir Chaozu.
den kleinen Alu-Akbar-Modus Killer-Clown-Gangster hier. Guckt euch das mal an, wie der sich bewegt, wenn ich mich da nach vorne bewege. Das sieht voll gruselig aus. Alter, der wird hier richtig anal genommen. Aber man muss schon sagen, der ist ziemlich schnell hier, was das Kämpfen angeht. Aber der kann natürlich nicht mithalten. So, R3 wieder. Oh, ciao, Su. Nein! Boom! Das war der unnötigste Tod in ganz Dragon Ball Z. Ja, okay, Yamcha hat auch ganz viele gehabt. Oh Mann, ey. Ich muss einfach hier wieder ein bisschen träumen. Mann, ey, ich verkack's hier gerade voll. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Was passiert denn eigentlich, wenn ich diese R3-Momente da nicht mache? Kommen die dann irgendwie automatisch? Ich glaube, ich mache ihm gerade auch gar keinen Schaden. Ah, doch, ich mache ihm Schaden, aber ganz wenig. Der hat halt extrem viel Leben. Guck dir das mal an, so blaue Leben. Keine Ahnung, wie ich das runterkriegen soll. Aber ich denke, dass es auch hier wieder so ein bisschen wie mit Story nachgeht, dass das irgendwann automatisch runtergeht. So, erstmal wieder drehen. Wie kann ich denn meine Spezialmoves machen? Also bis jetzt konnte ich da noch gar nichts machen. Ich muss aber auch erstmal lernen, wie man Q lädt. Sehr schön. So, wer ist der nächste Kämpfer? Es ist Son Gohan. Oh Mann, dieser Rotzlöffel. Versucht er hier lustig zu sein? Ja, ja. Damals war ich echt noch absolut kein Gohan-Fan, ich weiß nicht. Ich mochte den erst so ab der Cell-Saga hat es so angefangen. Da, wo sie von Raum, Geist und Zeit wieder rauskam. Da hat es angefangen, dass er zum Biest wurde. So, hier kriegen wir leider jetzt auch ein bisschen auf die Fresse. Mich würde es ganz gerne mal interessieren. Guck mal, er kriegt immer irgendwas hin. Ich komme einfach gar nicht zum Zug. Wenn ich einmal bei ihm angekommen bin, macht er schon wieder irgendeinen anderen Move, dass ich wieder komplett wegfliege. Das war jetzt mein erster richtiger Angriff. Ja, jetzt ist er schon wieder dran. Das ist so kackfrech schwer, ey. Gaki! Kore made da! Ikon! ピッコロさん、どうして僕を助けて。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王ともあろう、ものが、ガキを変わっちまうなんて、最低だ。 貴様らは親子のせいだぞ。甘さのうつっちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月、悪くなかったぜ。 Okay, jetzt kommt Gohan, jetzt ist er richtig wütend. So, los geht's. Mal gucken, ob ich jetzt vielleicht etwas besser rankomme. Ist ja meistens so, dass die Gegner eigentlich so, es war früher eigentlich immer so bei den Spielen, dass die Gegner bis zu diesem einen Endpunktkampf sozusagen immer übertrieben stark waren. Und ab dann wurden sie so ein bisschen schwächer eingestellt, sodass ich dann irgendwie ein bisschen aufholen kann. Nur, dass ich halt davor etwas mehr verprügelt werde. Jetzt merkt ihr mich schon wieder. Wisst ihr, was ich meine aber? So Voreinstellungen, dass sie eben total stark sind.
Jetzt würde ich aber nur ganz gerne wissen, wie ich meinen Key nochmal lade. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich muss das alles... Ich werde das alles offscreen nochmal mir angucken. Dann weiß ich das auf jeden Fall für den zweiten Part dann. So, jetzt ist Goku da. Goku! So, jetzt ist Schluss mit lustig. Daddy ist da. Daddy wird ficken und du wirst auf jeden Fall dafür büßen, dass du Chao Su dazu gebracht hast, ihn umzubringen. Also sich selber umzubringen, so rum. Tenshin Han ist am Arsch. Piccolo, mein Gemüsehändler, ist am Arsch. Dann hat Gohan Angst vor dir. Das kann nicht wahr sein. Und jetzt fick ich dich. Aber so richtig, Nappa. Ich rasier dir deine Glatze, dass dir wirklich, also du wirst sehen, ey. Du brauchst kein Mittel mehr, um deine Glatze sauber zu kriegen. Nie wieder. Nie wieder. Ich werde sie so rasieren, die wird auf ewig feucht sein. So, guckt euch das mal an, ey. Ja, das ist Spooky Style. So, und boom, Alter. Hier, boom, Alter. So, wie kann ich jetzt noch eine Attacke machen? Komm. Oh, geil, Sonnenfaust. Geil, nicht getroffen. Moment mal, das will ich nochmal einsetzen. Sonnenfaust. Boom, Alter. Jetzt sieht er nichts mehr. Aber wie kann ich nochmal so ein Kamehameha machen? Ah, Kamehameha! Ja! Zum Ende des Parts haben wir nochmal ein Kamehameha hinbekommen. Nice! Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch kurz herausfinden, wie man Ki lädt, weil dann kann ich vielleicht auch mal eine Ulti machen. Aber ich denke, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, weil ich mich da eher noch kurz auf den Kampf konzentrieren möchte. Aber das bekommt ihr dann auf jeden Fall im nächsten Part zu sehen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir... Wir werden auf jeden Fall... Ah, ich hab's! Ki! Ja! Ich hab's herausgefunden! Vielleicht kriegen wir doch noch eine Ulti hin. Ah, es wird sogar schwer. Uah, verdammt. Ich versuche noch mein Key zu laden. Mal gucken, ob es irgendwie was bringt. Und wie ging das jetzt? Nein, so ging das nicht. Scheiße, ich muss nochmal aufladen. Leute, wie mich die Keyboards einfach nicht jucken. Wie ging das denn jetzt nochmal? So, Genki-Dama. Fick dich, Nappa. Und getroffen, Alter. Komm, mach ihn platt jetzt. Sehr schön, wir haben es geschafft. Schön mit der Genki-Dama beendet. Gut, bin zufrieden. ベジータ。もう戦えねえはずだ。スリティ、とっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。動けない So, somit hätten wir das auch geschafft. Geil. Bin auf jeden Fall zufrieden. Ja, Freunde. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus, wenn man, ja, gut in dem Spiel sein möchte. Ach, was? Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, safe. So, einmal speichern. Wie gesagt, das mit dem Speichern ist nur in diesem Part. Ich werde das auf jeden Fall für die Zukunft auf jeden Fall rausschneiden. Ich muss auch erst so die ganzen Vorgänge dieses Spiels erstmal so ein bisschen sehen, damit ich weiß, wie ich meine ganzen Videos dann auf jeden Fall in der Zukunft schneiden werde. So, der nächste Kampf wird dann auf jeden Fall ultimative Entscheidungsschlacht. Das werden wir dann im nächsten Part machen. Und das war's dann auf jeden Fall von diesem Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Habt ihr Bock auf dieses Projekt? Ich weiß, es wurde in der Vergangenheit wirklich sehr oft gebittet darum, dass ich das Projekt mache. Und jetzt mache ich es und ich hoffe, ihr seid da am Start. Lasst uns einfach zusammen in Nostalgie schwelgen, dieses Spiel durchspielen und wirklich alles erleben. Wir werden Saiyajin-Saga machen, Freezer-Saga, wir werden die Cell-Saga machen, wir werden U-Saga machen, GT-Saga, Was-wäre-wenn-Saga. Da gibt es so viel zu erleben und ich hoffe, ihr seid da einfach mit dabei. Deswegen zeigt es mit einem Kommentar und einem Daumen nach oben. Und dann wird es auf jeden Fall ein geiles Projekt. Ich bin euer Spooky. Bis dahin. Hau da rein. Tödelö. Survivor, you are the survivor.